Markus 6 beginnt damit, dass Jesus seine Heimatstadt Nazareth besucht und was dort passiert, seht ihr jetzt als Bibelcartoon. Eines Tages war Jesus in seiner Heimatstadt Nazareth. Er ging in die Synagoge. Das ist so etwas wie heute eine Kirche. Es war dort üblich, aus der Heiligen Schrift, der jüdischen Bibel, vorzulesen. Also schlug Jesus ein Buch, das sich Jesaja nannte, auf und las daraus vor. Der Geist Gottes ist auf mir. Er hat mich ausgewählt, um den Armen gute Neuigkeiten zu bringen, die Gefangenen zu befreien und allen zu sagen, dass Gott sich den Menschen wieder zuwendet. Er schloss das Buch und alle waren gespannt, was er dazu zu sagen hatte. Er sagte nur: Diese Ankündigung ist heute wahr geworden. Die Menschen warteten damals auf einen Retter, der das ganze jüdische Volk von der Unterdrückung durch die Römer befreien sollte. Jesus sagte ihnen damit, dass er dieser Retter sei. Jetzt wurden die Leute misstrauisch. Das ist doch der Sohn von Josef. Wir kennen ihn, seit er ein kleines Kind ist. Wie kann er der Befreier von Israel sein? Er ist doch ein ganz gewöhnlicher Mensch. Jesus fuhr fort. Einem Botschafter Gottes, einem Propheten, glauben die Leute in seiner eigenen Stadt oft nicht. So war es ja auch schon beim Propheten Elia. Als eine Hungersnot war, half ihm keiner aus Israel. Nein, er lebte lange Zeit bei einer Witwe im Ausland. Da wurden die Zuhörer wütend. Sie zerrten Jesus aus der Synagoge zu einer Klippe. Von dort wollten sie ihn herunterwerfen. Doch Jesus ging einfach an den Leuten vorbei, ohne dass jemand sich traute, ihn anzufassen. Anschließend sendet Jesus seine 12 Apostel, die er vorher berufen hat, aus, um in verschiedene Städte zu gehen und überall Kranke zu heilen und Dämonen auszutreiben und vom Reich Gottes zu erzählen. Diese Geschichte ist bei Markus auseinandergerissen. In anderen Evangelien wird sie häufig zusammen mit der Berufung der 12 Apostel direkt in einem Atemzug genannt. Deswegen zeige ich euch sie jetzt als Bibelcartoon. Diese 12 schickte er jeweils zu zweit auf eine Reise. Nehmt nichts mit, weder Geld noch Kleidung. Geht in alle möglichen Städte und Dörfer in Israel und erzählt den Menschen, was ich euch beigebracht habe, dass Gottes Königreich begonnen hat. Ich gebe euch die Kraft, Menschen von ihren Krankheiten zu heilen und von bösen Geistern zu befreien. Bleibt in den Städten, in denen man euch freundlich aufnimmt. Wenn euch eine Stadt nicht will, geht einfach weiter in die nächste. So machten sich die 12 Apostel auf den Weg. Überall, wo sie hinkamen, heilten sie Kranke, vertrieben böse Geister und erzählten von Gottes Königreich. Als sie zu Jesus zurückkamen, waren sie begeistert. Sie erzählten ihm, was alles passiert war. Jesus freute sich mit ihnen, aber er sagte ihnen auch: Freut euch viel mehr darüber, dass ihr selbst zu Gott gefunden habt und durch mich ewiges Leben haben werdet. Als nächstes wird erzählt, wie es Johannes dem Täufer weiter erging. Er hat oft den Herrscher Herodes angeprangert, weil er eine Ehe mit seiner Halbschwester führte und das nicht so gut angesehen war damals. Und deswegen hat Herodes ihn ins Gefängnis werfen lassen, ihm aber am Leben gelassen. Und seine Frau, die auch Johannes natürlich für die Ehe stark angeprangert hat, hat aber ein Problem mit Johannes. Und sie hat dann einen Trick benutzt. Sie hat auf einem Fest ihre Tochter für Herodes tanzen lassen und er hat ihr einen Wunsch gewährt und sie konnte sich wünschen, was sie wollte. Und sie wünschte sich den Tod von Johannes. So musste Herodes nachgeben und so wurde Johannes dann getötet. Und das wird dazwischen einfach nochmal berichtet, dass wir auch sehen, wie es mit Johannes weiterging. Direkt nach dieser Begegnung, also Jesus erfährt davon und ist auch traurig, sehen wir noch das berühmte Wunder von der Speisung der 5000.
Und dann die Geschichte, wo Jesus auf dem Wasser geht. Und diese beiden Geschichten habe ich wieder als Bibelcartoon und kann ich euch so zeigen. Eines Tages predigte Jesus öffentlich zu sehr vielen Menschen. Als es Abend wurde, machte er eine kurze Pause und redete mit seinen Freunden, den Jüngern. Er fragte die Jünger: Die Leute brauchen etwas zu essen. Lasst uns ihnen Essen geben. Die Jünger überlegten: Hier sind über 5000 Männer, dazu noch Frauen und Kinder. Wir könnten Brot kaufen, aber das würde ein Vermögen kosten. Es wäre wohl besser, die Leute wegzuschicken. Da kam einer der Jünger mit einem Jungen an, den er gefunden hatte. Dieser Junge hatte noch 5 kleine Brote und 2 kleine Fische. Okay, sagte Jesus. Er nahm das Brot und die Fische, dankte Gott dafür und sagte seinen Jüngern, dass sie es verteilen sollten. Das taten sie. Erstaunlicherweise wurden die Brote und Fische nicht alle und jeder, der da war, wurde satt. Danach sammelten die Jünger die Reste, die übrig geblieben waren, ein. Es waren 12 Körbe Brot übrig geblieben, obwohl jeder gegessen hatte. Nach diesem Wunder glaubten viele, dass Jesus wirklich von Gott geschickt worden war. Eines Tages überquerten die Freunde von Jesus, die Jünger, allein einen See. Jesus war zurückgeblieben, um mit Gott zu reden. Es war schon Nacht geworden und ein Sturm kam auf. Die Jünger kamen mit ihren Booten kaum voran. Plötzlich sahen sie eine Person auf dem Wasser zu ihnen kommen. Sie bekamen wahnsinnige Angst. Schau mal dort, was ist das? Das muss ein Gespenst sein. Keine Angst, sagte die Gestalt, ich bin es. Da erkannten sie, dass es Jesus war, der auf dem Wasser zu ihnen gelaufen kam. Petrus war begeistert. Jesus, lass mich zu dir kommen. Jesus erlaubte es ihm und Petrus stieg aus dem Boot. Es funktionierte tatsächlich. Petrus lief ein paar Schritte auf dem Wasser Jesus entgegen. Doch als er sich umschaute und die Wellen um ihn sah, bekam er Angst und begann zu sinken. Hilf mir, Jesus, rief er. Da hatte Jesus schon seine Hand gegriffen und sie beide stiegen in das Boot. Warum hast du so wenig Vertrauen in mich und zweifelst immer noch? Fragte er Petrus. Währenddessen hatte sich der Sturm gelegt und sie konnten ans andere Ufer weiterfahren. Hier ist das Kapitel aber noch nicht ganz zu Ende. Es wird noch eine kleine Sache berichtet und die liest euch wieder die Amelie aus der Volksbibel vor. Als sie auf der anderen Seite des Sees mit dem Boot angelegt hatten und ausgestiegen waren, hatte sich die Ankunft von Jesus sofort rumgesprochen. Aus jedem Kaff kamen die Leute angeströmt, Menschen mit schwerer Körperbehinderung und viele Leute, die echt krank waren. Egal, wo Jesus war, ob in der Stadt oder auf dem Land, überall brachten sie immer viele kranke Menschen zu ihm. Teilweise fragten sie ihn nur, ob man mal seine Klamotten anfassen dürfte. Und wirklich jeder, der ihn berührte, wurde geheilt.